Liebe Freunde der Physik, liebe Schüler, es geht heute um ein optisches Problem. Es geht um Farben. Die Kunst spielt dabei eigentlich eine Rolle. Ihr habt ja alle Kunst und ihr könnt malen, einige können exzellent zeichnen. Das heißt, wir müssen wissen, wie die einzelnen Farben sich zusammensetzen. Wir betrachten die sogenannte Farbaddition. Als erstes geben wir ein paar Kommentare, dann führen wir einen Versuch dazu durch. Das machen die Mädels und Jungs unserer Klasse. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem Lukas. Bei einer additiven Farbmischung wird das Licht verschiedener Farben auf dieselbe Stelle gelenkt und überlagert sich. Mit anderen Worten, sie addieren sich. Dies ist zum Beispiel beim Farbfernsehen oder bei der Überlagerung von verschiedenfarbigen Scheinwerferlichtern der Fall. Richtig. So, jetzt kommen wir zum Experiment. Mama zeigt das Experiment. Für unser Experiment benutzen wir drei Experimentierleuchten. Drei Farbfilter, einmal grün, rot und blau. Stromversorgungsgeräte. Wir nutzen unsere Wand als Bildschirm. Und wir haben verschiedene, also Kabelmaterial. Ja. Und wir erzeugen zuerst auf einem großen Bildschirm dreifarbige Kreise. So können wir das mal machen. Ich nehme das Licht hier ein bisschen weg. Kamera versucht. Reicht das so? Ja. Sieht man ja so, ich nehme hier auch noch das Licht weg. Achso, ja. Sieht man das hier? Ah ja, jetzt ist sehr schön. Kamera zeigt das. Und jetzt stellen wir die Lampen so auf, dass sich die farbigen Kreise auf dem Bildschirm überdecken. Bitte, mach das. Ja, und was soll da passieren? Man soll, dass es weiß wird. Ja, ich meine, mit etwas Liebe zur Physik und etwas Fantasie sehen wir, dass es tatsächlich weiß ist. Ne? Ja. Okay, gut. Es geht dann weiter. Ich nehme das Licht wieder. Und zwar geht es weiter mit Janis. Mischt man die Lichtfarben zweier Lichtquellen, so ergibt sich eine Mischfarbe. Diese Art der Entstehung nennt man additive Farbmischung. Ja, Lukas. Rot und Grün ergibt Gelb. Grün und Blau ergibt Cyan, ein bläuliches Grün, und Blau und Rot ergibt Magenta. Aus den drei Grundfarben, Rot, Grün und Blau, können alle Farben entstehen. Ja. Der Farbkreis zeigt die sechs Hauptfarben bei der additiven Farbmischung und beschreibt die Ergebnisse von Farbaddition. Ja, zeig doch mal den Farbkreis dort, der Kamera. Und ja, ich denke mir, wir werden das auch nochmal genauer sehen. Okay. Und ja, wer? Mischt man zwei Grundfarben, so liegt zwischen Rot und Grün Gelb als Beispiel. Ja. Bei gegenüberstehenden Farben erhalten wir Weiß. Zwei benachbarte Farben ergeben die Farbe dazwischen, zum Beispiel bei Rot und Gelb Orange. Ja, das war der kleine Beitrag zur Optik. Zur Farbenlehre. Versuch war nicht so schwer. Man musste allerdings eine ganze Menge an Materialien zusammensuchen. Aber die beiden Experten haben das gefunden, haben es auch gut gezeigt. Bitte sagen, wie es hier ist. Okay.